Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt des Bundesarbeitsministeriums steht für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Das Fundament für diesen Sozialhaushalt liegt in einer hervorragenden Arbeitsmarktlage in Deutschland. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich, wir sind stark, und der Internationale Währungsfonds hat uns ja dies auch druckfrisch bestätigt. Eindrucksvoll beschreibt er die Lage. Recht hat er, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen werden wir darauf auch entsprechend aufbauen. Mit unter 2,3 Millionen Menschen liegt die Arbeitslosenzahl auf Rekordtief, so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und gegenüber 2005 hat sich die Zahl der Arbeitslosen mehr als halbiert. An diesen Erfolgszahlen wollen wir natürlich anknüpfen. Wir haben ein ambitioniertes Ziel in der Arbeitsmarktpolitik gesetzt in dieser Koalition. Wir haben uns darauf verständigt, Vollbeschäftigung, das ist unser Ziel. Denn Arbeit ist für den Menschen zentral. Ja, es geht um Broterwerb, aber es geht auch noch um mehr. Es geht um Würde, es geht um Ansehen, es geht um ein erfülltes Leben. Arbeit ist aber auch für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft zentral. Beides gehört zusammen, wenn wir von einem starken Sozialstaat reden. Und deswegen bekennen wir uns als Union nicht nur zur Tradition von Ludwig Erhard, sondern wir leben sie auch. Und deswegen nehmen wir dieses Ziel der Vollbeschäftigung auch so ernst. Und deswegen geht es uns darum, Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, die familiengerechte Arbeit voranzubringen und die betriebliche und überbetriebliche Weiterbildung entsprechend auch voranzubringen. Unser Anspruch ist, kein Mensch darf auf dem Weg verloren gehen. Jeder muss mitgenommen werden. Deswegen, auch weil wir eine erfolgreiche Arbeitsmarktsituation haben, wollen wir Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt weiter eröffnen. Und deswegen haben wir uns in dieser Koalition auch verabredet, insgesamt 4 Milliarden Euro auf den Weg zu bringen, als prioritäre finanzwirksame Maßnahme für langzeitarbeitslose Menschen, um sie wieder in Lohn und Brot zu bringen. Ich glaube, das kann sich auch sehen lassen. Ein weiterer Baustein, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Wir wollen den Arbeitsmarkt noch familienfreundlicher gestalten. Eine Arbeitswelt, die Eltern Flexibilität, Aufstiegs- und Qualifizierungschancen eröffnet. Dazu zählt, dass der Wechsel von Teilzeit zu Vollzeit und umgekehrt für Frauen und Männer einfacher möglich sein muss. Das war eine zentrale Forderung auch von uns, und wir haben jetzt geliefert. Vor 3 Wochen haben wir uns auf einen Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Teilzeitrechts verständigt. Nach mehreren erfolglosen Anläufen des Bundesarbeitsministeriums nun endlich eine tragfähige Diskussionsgrundlage für die parlamentarischen Beratungen. Das ist gut. Und wir als CSU stehen dafür, gemeinsam mit der Wirtschaft für familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Denn wir können nur gemeinsam, zusammen mit der Wirtschaft, Arbeitsplätze schaffen, nicht gegen sie. Und deswegen ist es gut, dass auf den letzten Metern hier die berechtigten Einwände der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Beweislastumkehr aufgegriffen wurden. Man sieht, die arbeitsmarktpolitische Vernunft hat sich dann doch durchgesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen auf mehr Weiterbildung. Das ist auch ein zentraler Baustein auf dem Ziel hin zur Vollbeschäftigung. Gute Bildung, Ausbildung und eine konsequente betriebliche und überbetriebliche Weiterbildung sind der Schlüssel für die Zukunft. Und eine gute Weiterbildung, sie sichert Arbeitsplätze, sie sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer beschäftigungsfähig bleiben. Dafür sorgen die Sozialpartner bereits, die Betriebe mit großen Anstrengungen. Dabei wollen wir noch besser werden mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen. Aber wir brauchen hier eine Gesamtkonzeption, auch vor dem Hintergrund des Megathemas der Digitalisierung. Wir brauchen eine regierungsseitig ressortübergreifende, abgestimmte Gesamtoffensive. Jeder andere Ansatz führt ins kurze Gras. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen Sozialpolitik für die gesamte Bevölkerung. Alle sollen vom Wirtschaftsboom in unserem Land profitieren. Wir nutzen die Spielräume, die Bürger zu entlasten.
Dafür bietet der Haushalt eine gute Grundlage. Ein starkes Entlastungspaket für Familien und Arbeitnehmer haben wir auf den Weg gebracht mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit der Erhöhung des Kinderfreibetrags, mit dem Baukindergeld, das wir durchgesetzt haben als wichtige familienpolitische Leistung, der Abbau der kalten Progression und jetzt auch eine wuchtige Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist es, der die Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellt. Das entlastet die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 8 Milliarden Euro. Das ist wuchtig und das ist gut so. Und diese Koalition bringt es auf den Weg. Und daneben werden wir den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung senken. Um 0,3%, so haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. Und wenn man sich die Rücklagen anschaut, diese wachsen von Monat zu Monat beständig auf. Sie werden 2018 über 22 Milliarden liegen. Und wenn es so weitergeht, in der Prognose 2022 auf über 50 Milliarden Euro. Und dann ist es tatsächlich an der Zeit, darüber zu reden, dieses Geld doch auch zurückzugeben an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Arbeitslosenversicherung ist, weiß Gott, keine Sparkasse. Und deswegen müssen wir über mehr Spielräume für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reden und dass diese auch tatsächlich bei Ihnen landen. Das ist unser Ansatz in diesem Bereich. Eine gute wirtschaftliche Lage, sie eröffnet Spielräume. Wir sorgen für breite Entlastungen und wir sorgen auch für Leistungsausweitungen in der Rente. Das tut gut, das ist richtig und das zeigt der Ansatz, den die Christlich-Soziale Union, die CDU in dieser gesamten Koalition verfolgt, ist auf die Menschen gerichtet. Er tut diesen Menschen gut, er tut diesem Land gut. Herzliches Dankeschön. Bevor wir zur Abstimmung kommen, ist der letzte Redner zu diesem Einzelnen.